So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es direkt zu den Weihnachts-Event-Gewinner. Ihr habt mir 34 tolle Fotos geschickt. Und wie ihr seht, es konnte leider wirklich nur einer gewinnen. Es tut mir wirklich leid, es waren so geile Fotos dabei. Aber ich konnte nur einen Gewinner rauspicken. Und der Gewinner kommt jetzt. Let's go. Ich hoffe, ihr habt es gewusst. So, und der Gewinner ist, Leute, ich bin der Gewinner. Ich habe das Event gewonnen. Ihr schickt mir selber eine Autogrammkarte. Ist das nicht cool, Leute? Ich bin der einzige Gewinner aus dem ganzen Event. Nein, Spaß natürlich nicht. Ich wollte nur keinen Scherz machen. Wie gesagt, ihr habt tolle Bilder gesendet, Leute, war super, super cool. Ich habe das so gemacht, 34 Bilder. Ich zeige euch jetzt die Top 10 Bilder, also es sind 10 Bilder zum Voten da. Und ich zeige euch am Ende des Videos, wie ihr die Gewinner voten könnt, also deine Stimme abgeben könnt, wie das Ganze funktioniert, super simpel. Das heißt, ich zeige euch jetzt einmal die 10, also meine 10 Auserwählten, für mich die besten Bilder aus den ganzen 34 Bildern. Es waren alle Bilder cool, wirklich alle waren cool, aber es können halt nur, es muss immer Gewinner und Verlierer geben und die Top 10 kommen jetzt und ich hoffe, ihr freut euch. Let's go! So Leute, wie versprochen, los mit der Top 10. Wir hatten alle Bilder waren cool, aber ich muss leider immer Gewinner und Verlierer geben, wie gesagt. So, erstes Bild in der Top 10 ist von Kein Leben, Pixie Yoshi, Palmy und Roni. Hier, schönes Bild, wie gesagt, schöne Location, sieht auch wie sehr spitze aus, gerade Palmy mit den Renten, wie er unten da so rumliegt. Mega witzig, Leute. Und von der cooles Bild ist in meiner Top 10 mit dabei. Herzlichen Glückwunsch und ja, viel Glück beim, dass ihr gewortet werdet, ne? Genau, nochmal kurze Info, die ihr ein Gruppenfoto gemacht haben, ja, jetzt zum Beispiel hier zu viert, auch wenn das Bild gewinnen sollte, kriegt jeder von mir ein Autogrammkarte nach Hause geschickt, also jeder Einzelne, nicht nur einer von denen, sondern alle kriegen einen nach Hause geschickt, ja, ganz wichtig. Und nochmal ganz wichtig an den Punkt nochmal, auch die Eventgewinner, die davor schon mal gewonnen hatten, habe ich nicht vergessen. Auch euch werde ich alle nochmal anschreiben wegen der Adresse, wenn ihr möchtet. Dann kann ich euch gerne was nach Hause schicken, weil die Autogrammkarten sind erst vor ein, zwei Wochen gekommen und nicht dazu gekommen, das alles fertig zu machen. Auch ihr bekommt noch eure Autogrammkarte nach Hause geschickt. Perfekt, dann gehen wir zum Bild 2 von 10. Zwei Bild ist von Konrad Kovaro 5. Auch sehr coole Idee für dich persönlich. Gerade mit den Rentieren, wenn die gerade so den Weihnachtsmann Schlitten ziehen nach dem Motto. Und ja, einfach cooles Bild. Finde ich cool gelungen. Gute Idee. Passt voll zu Weihnachten mit rein. Finde ich cool. Wie gesagt, auch dir viel Glück beim Voten. Findest dich gleich in der Voting-Listing wieder. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich am Ende des Videos, wie gesagt. So, perfekt. Top 3. Dann haben wir Louis1179, auch das ein sehr cooles Bild, glaube ich, war sehr viel Arbeit, hier einfach alles vom Weihnachtsbaum zu schleppen, hier die kleinen Spielzeuge, die Geschenke und so weiter, ja, richtig coole Idee, finde ich super, viel Mühe gemacht und ja, cooles Bild, herzlichen Glückwunsch in den Top 10, Louis1179, das heißt, viel Spaß damit und viel, viel Glück beim Voten, dass du da auch hier als Gewinner mit rauszählst und ja, sehr geil, finde ich echt cool, Leute, Bilder waren nicht alles, es war, kann ich euch vorstellen, war so schwer für mich, diese Bilder auszuwählen, ja, aber ich muss leider eine Entscheidung treffen. Ja, habe ich ja auch, muss ich ja auch. Und das ist meine Entscheidung, der Top 3 hier. Und jetzt geht es einmal weiter zu dem vierten Bild. Das heißt von Minicraft, Minicraft GHG. Das heißt, fand ich einfach überlustig. Allein schon, wie der Cracker da in diesen Geschenken liegt. Also würde man Wobbly live nicht kennen, würde man nicht vermuten, dass das ein Wobbly ist. Also auf jeden Fall lustige Idee. Hab mich immer noch weggeschmissen. Auch den Bild fand ich super witzig. Da auch der Truter mit dazu. Da hast du dich nicht viel, wie du geschrieben hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Bild. Er ist Minicraft GHG. Auch viel Glück dir beim Voten. Und herzlichen Glückwunsch, dass du geschafft hast in die Top 10. Sehr geil. Und ja, Leute, einfach echt cooles Ding. Ich freue mich immer, wenn ich immer Bilder bekomme, Leute, immer cool. Und Leute, jetzt geht's weiter zum nächsten. Das heißt, nächster ist Nero. Auch das fand ich eine ziemlich coole Idee persönlich. Das heißt, einfach mal sich neben Weihnachtsbaum zu stellen und zu tun, so der eine Weihnachtsbaum wäre einfach extrem witzig. Fand ich cool. Kam, glaube ich, jetzt eins Idee von dir und von daher fand ich ziemlich cool. Auch die herzlichen Glückwunsch zur Top 10, Nero. Und ja, auch viel Glück beim Voten, dass du auch gewotet wirst. Wie das alles funktioniert, zeige ich es ganz, ganz easy, Leute. Alles easy gemacht. Genau, viel Glück beim Voting, Nero. Viel Spaß damit. Hoffe, du freust dich. Und jetzt gibt es weiter zum nächsten. So, eine Top 10, Film Nummer Phoenix wieder. Das finde ich ziemlich witzig, so die schwebende Zuckerstange, ja, wie die einfach da vor sich hinschwebt, so als du Zauberkräfte hast. Auch dir, Phoenix, herzlichen Glückwunsch in die Top 10 der, ja, der Wobbly Weihnachtsbilder. Und auch dir viel Erfolg, dass du gewortet wirst und gewinnst am Ende des Tages. Schönes Bild, coole Idee, danke dafür, sehr geil. Nächstes Bild haben wir vom Flo, da habe ich nochmal nacheditiert, also ihr müsst euch vorstellen, also Flo hat zum Beispiel böse gemeint, da hat das Flo einfach hochgeladen, einfach als Flo dokumentiert, das nur vom Ines. Genau, ist es für Flo,
Für Daniel 9314, natürlich mein kleiner Ninja Pommes und Bro Gamer HD 2, ihr vier seid ja auch mit drauf, auch wenn es 5 Wobblies sind, der eine Wobbly nicht vergessen, ne, ist hier ein NPC sozusagen, ein Computer. Von daher auch herzlichen Glückwunsch an euch Leute, dass ihr hier mit zum Wort mit dazugehört, auch ein sehr cooles Bild, coole Idee, finde ich cool, sehr weihnachtlich, so muss es sein und gerade kleiner Ninja Pommes als Rentner in der Mitte, sehr nice, danke euch dafür. Und Leute, viel Spaß beim Voten, viel Glück, dass ihr damit gewählt werdet. Ich glaube, Ninja Pommes will ich keine nach Hause schicken, der hat schon eine. So, und dann geht's weiter zum nächsten, Leute. Wir haben noch ein paar Bilder. Let's go, herzlichen Glückwunsch nochmal und viel Spaß beim Voten, Jungs. So, Tababeo. Eins, also ich muss sagen, aus den ganzen Wobby-Bildern fand ich das mit einer richtig coole Idee. Fand ich cool. Ist so mein Favorite ein bisschen so gewesen. Und auch für dich, auch herzlichen Glückwunsch in den Top 10, Tababeo. Richtig cooles Bild, finde ich persönlich. Genau, viel Erfolg beim Worten, Tababeo. Wie gesagt, am Ende des Videos gleich alles noch, wie es funktioniert. Cooles Bild, cool Location. Feuerwehr mit den Trash. Sehr bin ich drauf gekommen, wie gesagt, Tababeo. Können gerne mal draußen einen Short machen, wenn du möchtest. Das war einfach so mit den Feuerwissen, mit den Wasserspielen. Können wir gerne mal machen. So als Short-Video für YouTube, würde mich freuen. Ansonsten viel Glück beim Worten, Tababeo. Und ab geht's zum nächsten. Top 10 für wir, Thomas H. aka Kill. Auch cooles Bild, wie er einfach so da steht und guckt, wie der Weihnachtsmann die Geschenke einräumt. Auch herzlichen Glückwunsch an dich für die Top 10 und auch viel, viel Erfolg, dass du gewortet wirst für ja, die Autogrammkarte und den Discord-Rang. Und ja, so heißt es, Leute. Coole Ideen auf jeden Fall. Und fand ich cool, wie einfach so die ganzen Weihnachtsgeschenke einfach eingeladen werden. Der Elf guckt so ein bisschen zu. Fand ich cool, die Idee. Und von daher ziemlich nice. Und jetzt, Leute, das letzte Bild von den Top 10. Und das ist einmal noch von Tommy Gunn, Friedrich und Helena. Fand ich auch cool, wo ich einfach einen Weihnachtsbaum gestellt habe. Einmal so als Cracker, einfach verschiedene Outfits. Dann nochmal Helena mit diesem Geschenkpaket. Das sieht einfach zu lustig aus. Und nochmal vielen Dank für das Einsenden. Auch euch viel Glück und herzlichen Glückwunsch zu den Top 10 und viel Glück beim Worten, Leute. Das heißt, das war meine Top 10, Leute. Und wie das jetzt mit den Worten funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Das ist ganz simpel, passt gut auf. Let's go, zeige euch jetzt, wie es funktioniert. So Leute, so findet mich auf meinem Kanal wieder. So sieht's aus, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ja, das heißt, ihr seht nur das Trailer-Video hier mit dabei. Ansonsten Leute, die Votes machen wir ganz, ganz entspannt. Das heißt, ihr klickt auf meinen YouTube-Kanal bitte. Dann habt ihr hier Übersicht, Videos, Players und Community. Und dort werden auch ab und zu mal so Votes durchgeführt. Und das mache ich auch mit diesem Video. Das heißt, Community bitte einmal klicken. Und direkt, wenn ihr das Video geschaut habt, ja, dann könnt ihr einmal so runterscrollen hier. Ihr werdet euch gleich ganz oben wiederfinden. Und dann habt ihr mal hier solch so ein Voting, wie ihr gerade seht, ja. Das heißt, ich werde die Top 10, die werde ich in 2x5 aufteilen. Man kann maximal 5 Votes pro Post machen. Das heißt, ich werde die ersten und die anderen 5 einfach so mischen und von den Top 5, ja, gibt es jeweils 3 Gewinner. Das heißt, 2x5 Bilder, also insgesamt 10. Und von den 10 Bildern gibt es maximal 6 Gewinnerbilder. Das heißt, zweimal Top 5, ihr könnt die Top 3 daraus rauswählen und die Top 3 mal 2 sind 6, das heißt 6 Gewinner sind wir am Ende. Das heißt, während ihr das Video jetzt guckt und am Ende des Videos wird ihr gleich auf der Community einmal hier so ein neues Voting erstellen. Das heißt, ich werde auch die Namen nochmal genau hinterschreiben, von wem das Bild ist. Dann klickt ihr auf Vote, ihr könnt pro YouTube-Account eine Stimme geben sozusagen. Leute, einsinniges Schluss, also für das Voting würde ich den 9.01.2022 machen. Da hat jeder ja so fast 10 Tage Zeit zu voten. Manche sind noch ein bisschen leicht in Urlaub oder sind nicht da und so ein Kram. Deswegen bis zum 9.01. Sonntag 23:59 dürft ihr voten. Und wer dann am nächsten Tag am Montag am 10.01. die meisten Votes hat, also die Top 3 Votes, bekommt von mir ja erstmal das Video dazu als Gewinner und bekommt auch die Autogrammkarte nach Hause schickt, wenn ihr es möchtet. Erkläre ich nochmal ganz so, wie das dann funktioniert. Auf jeden Fall bis zum 9.01. habe ich Zeit zum Voten. Das heißt, einfach auf Community klicken. Ihr seht dann gleich einmal was zum Abstimmen, einmal raufklicken und dann habt ihr gewotet. Leute, das wäre es von meiner Seite aus. Ich hoffe, Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Gewinner sind happy. Und tut mir auch leid, alle, die jetzt nicht mit in die Top 10 geschafft haben. Das kann ja nicht jeder gewinnen. Ich hätte liebsten alle mit reingenommen. Gar kein Problem. Wenn ich irgendwann vielleicht wirklich größer werden sollte und einfach mehr auch Budget für alles habe, dann können wir auch größere Gewinnspiele machen. Also finde ich schon ziemlich cool. Danke für die ganze Anteilnahme, Leute. Und viel Spaß beim Worten, Leute. Lasst euch gut gehen. Rutscht gut rein ins neue Jahr. Wie gesagt, ich mache nochmal zu morgen nochmal ein Video, dann nochmal ein Abend-Livestream an Silvester. Wie gesagt, es wird so ein Video sein als Dauerschleife. Das heißt, dann können wir neben meinem Livestream so ein bisschen chatten an Silvester und Neujahr, wenn ihr möchtet. Und können halt nebenbei ein bisschen chillige Musik hören und den Stream gucken. Leute, euch einen schönen Tag noch. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Danke für alles. Ciao.